Halli, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rallye Crashes Wrecked mit und von eurem Dars Steffen Zockt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei diesem Video. Und ja, wir legen auch gleich einmal los. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Hoffe, ihr habt viel Spaß. Diesmal nehme ich es vom PC auf. Beim ersten Video habe ich es für Tablet aufgenommen. Ich werde immer mal Wechsel machen, Tablet oder PC, je nachdem, wie ich gerade Lust und Laune habe und wo ich mich gerade befinde. Beim letzten Mal habe ich mich auf dem Bett befunden, sozusagen. Und ja, jetzt sitze ich gerade noch am PC, deswegen nehme ich jetzt am PC auf. Und ja, wir fangen einfach mal an. Aufnahme läuft, okay. Ich wollte nur noch mal kontrollieren. Sicher ist sicher, das sage ich immer. Weil, ja, man weiß ja nie, was passiert. Wir legen jetzt einfach mal los. Der nochmal anschaut und los geht's hier. Uiuiuiui, den haut's ja auch nicht auf die Fresse hier. Das war mein Auto. Oh, eine schöne Porsche, eine schöne Porsche. Es tut weh. Wenn man so ein schönes altes Auto sieht und das so zerfetzt wird, das tut weh. So ein schöner alter Porsche. Der Rot ist ein Verfierster, das ist nicht so schlimm. Aber ja. Hier, alter Audi. Oh. Ja. Aber das liegt aber auch immer richtig, ne? Bei der Rallye ist so. Wie es da abgeht, das ist schon mal richtig krass, manchmal, ne? Was da eigentlich für Kräfte auf die Rallye-Fahrer wirken. Ach, die Scheiße. Alter. Er wäre doch fast ins Publikum geflogen, oder? Also, es hätte nicht viel gefehlt, wäre es ins Publikum gerannt, das Auto. Hui. Naja. Liegt schön im Kram an der Seite, das passt. Passt schön, was irgendwie kommt ist. Wo denn der gerade hin? Der Baum lag fast. Jetzt war ich weit weg von Zuschauern, oder? Der hat nicht viel gefehlt. Volle Bulle durch hier. Die haben Spaß, ey. Ja. Das Krasse ist immer, die steigt aus, ne? Alles okay. Meistens. Aber ich bin immer fasziniert, wenn man sich so Autos anschaut und die Fahrer steigen einfach wieder aus und denen ist überhaupt nichts passiert, ne? Das ist richtig krass. Der geht auch. Der geht schon drauf. Ach du heilige Scheiße. Den zerflettert es ja komplett. Scheiße. Er hat die Zuschauer gerade erwischt. Hat er gerade die Zuschauer leicht erwischt? Ach, du Scheiße, Leute. Macht doch keinen Scheiß. Das ist auch gefährlich, ne? Warum stehen die eigentlich auch mal so nah dran, die Zuschauer? Du müsst doch inzwischen eigentlich wissen, dass das auch hui. Sau, die Teile sind weit geflogen. Alter, Leute. Also manchmal ist man echt erstaunt, dass da echt was passiert. Aber schon echt geil. Ich bin immer wieder fasziniert von solchen Quests. Solange die Fahrer natürlich nichts passiert. Ne? Solange die Fahrer nichts passiert, ist alles gut. Ach du Scheiße, es ist doch ein Le Mans Auto. Ist überhaupt noch was übrig geblieben? Der Audi hat es ja komplett zerlegt. Das Le Mans Auto. So, was da verwertet drauf geht, ey. Was da verwertet kaputt geht, das ist so krank. Heiliger Scheiße. Sauerei. Und wo fährt er hin? Fast wie Baum. Och, liegt schon, ja, schau mal. Genau bei dem anderen Auto geparkt, was da schon liegt. Sauber. Also besser kann man nicht einparken, ne? Gleich da hinten, wo das andere Auto auch schon liegt. Einfach für die Aufräumkräfte am Ende dann.
du fliege schöner. Ciao. Das ist ja so krank, ey. War mein Renault. War mal. Na, schön, dass das so weiches Feld ist, oder so die Wiese. Das Laufkraft nicht so stark. Beziehungsweise der Gegner ist viel kaputt. Das schöne BMW, nein! Das ist ein schöner BMW. Au! Das tut einem jetzt auch in die Power weh, wenn man so ein Auto, was man gern hat, kaputt geht, ey. Und? Wie fährt er hin? Graben runter? Oh, das sind Porsche 911. Das sind alte Porsche 911. Ist aber ein 11er, oder? Das Auto fährt nirgendwo mehr hin. Das Auto ist total schade. Ja, und tschüss! So geil, ey. Einfach nur geil. So. Au, total gegen Baum. Au, Backe, ey. Das kannst du mit dem Mann auch nicht leisten. Da fliegst du sofort durch die Scheibe. Ich glaube, da hilft nicht mal kurz was. Na gut, das war nicht viel, oder auch nicht so doll, sagen wir mal so. Und? Ach komm, das war doch gar nicht. Das hat nur versenkt den Graben. Mehr ist doch alles passiert. Also, hallo? Das sind ihr Crashes? Das hat nur das Auto geparkt. Schön gebremst, schön ins Rotbein. Da oben gibt es aber keine Straße lang, mein Freund. Oh Gott, eben. Ja, langweilig. Okay, der ist auch weg. Da versteckst du dich in Grün, in Büschen. Oh, ein Italiener. Boah, also es ist wirklich die Königsklasse im Rennsport. Das ist wirklich die Königsklasse im Rennsport. Höher geht's nicht mehr, den Anspruch her. Rallye ist das anspruchsvollste und geilste, was es eigentlich im Rennsport gibt. Deswegen ist es ja auch die Königsklasse. Und schuld das ist schöner alter Porsche. Ach Manu. Die schönen alten Autos. Das tut einem Herzen weh. Hopp. Gute Nacht. Da bleibt gleich auf der Seite liegen und schläft weiter. Oh, der Gute. Da war es baumwillig, jawohl. Und. Der vierte Haus bis jetzt erfreut, die Wand kaputt ist. Da wieder und sieht, dass seine Hauswand kaputt ist. Und da legst du dich nieder, du. Ja, und dann Zuschauer mal Hallo sagen auf jeden Fall. Hätte immer viel gefehlt, wäre mein Zuschauer gelandet. Das Feld hat gut abgefangen. Ist echt gut, dass da manchmal die Felder sind. Ne? Die fangen richtig gut die Fahrer ab. Beziehungsweise das Auto. Dass nicht mehr passiert. Das ist echt praktisch, muss man sagen. Eieieiei, sagt er. Ja, muss ich auch sagen. Eieieiei. Aquaplaning, der ist einfach mal weggerutscht hier.
Wird einfach so der Tag draufladig. Der ist einfach nur noch gut. Der hatte keine Chance zu bremsen. Mann, wenn man das so sieht, ey, das ist kranker Scheiß, ey. Oh Mann. Also weiß gar nicht gerade. Paar Sekunden auf seine Reifen gefahren, vor alles umgekippt ist. Das ist geil. Dass er uns so lange so gehalten hat. Da fahren 2-3 Meter, würde ich sagen. Hier da nach unten geflogen ist. Oh, das schön irgendwie. Das Haupt ist immer, das sind so schöne alte Kastenwagen noch. Die schönen alten guten, ne? Die so richtig schön aussahen noch. Die sehen ja besser aus als die neuen heutzutage. Ohne Mist. Ich mag die alten Kastenautos. Die sehen einfach geil aus. Die haben was. Das ist geiles Design. Aber das gibt's halt so heutzutage nicht mehr. Dieses alte Kastendesign. Das ist halt nicht vorbei. Das sind halt die rundgelutschte Autos, ne? Und nicht mehr kastenförmig, also eckig. Wie früher. 8er, 9er und so weiter und so fort. Das Schiff weg, würde ich sagen. Ehrlich, doch im Gegenverkehr? Was ist das denn? Der fährt Rally und dann kommt Gegenverkehr? Muss man doch verstehen, dass er Rally Gegenverkehr kommt? Ich dachte, die Schränke sind abgesperrt wie die Ford. Oh Mann, ey, alter Schwede, also das ist hart, du. So, können wir noch ein Standbild? Ha, ja, das ist mal ein Standbild fürs Ende, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat das React-Video gefallen. Ich hoffe, es ist für euch okay, dass ich zwischendrin nicht immer stoppe und anhalte. Ich hoffe, es ist okay. Wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Da kann ich auch gerne nach jedem Quatsch einfach kurz stoppen, was drüber quatschen und dann weitermachen. Wenn es euch so lieber ist, schreibt es ja gerne in die Kommentare eure Meinung. Euer Feedback, wie es euch lieber wäre. Meine React-Videos. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns nächste Woche wieder. Zum nächsten Rally Crash Compilation Video hier auf meinem Kanal von Darth Steffen Zockt. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Schaut gerne bei meinen anderen Projekten vorbei, wenn ihr das möchtet. Und lasst gerne ein Like und Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und es euch gefallen hat. Also dann sage ich an dieser Stelle Ciao mit V und möge wie immer die Macht mit euch sein. Euer Darth Steffen Zockt sagt Ciao, Ciao, Ciao und bis zum nächsten Video hier auf meinem Kanal.